Hey, Grace. Du bist berühmt da unten. Ja, die sind echt hässlich, was? Riechen wie altes Droidenöl. Aber du bist okay. Ja, eine durchaus vermeidbare Komplikation. Zum Glück bist du jetzt da. Es gibt noch eine Komplikation. Das Imperium weiß von dem Holocron. Das ist nicht gut. Die gesamte Mission ist dadurch in Gefahr. Und ich hatte einen Plausch mit der zweiten Schwester. Trilla. Was hat sie gesagt? Sie sagte mir, ihr habt sie ans Imperium verraten. Ist das wahr? Sie würde alles tun, um die Mission zu gefährden. Ist das wahr? Sie war meine Schülerin. Vor der Auslöschung. Das hättet ihr mir sagen müssen. Da kommt eine verschlüsselte Botschaft von Kashyyyk. Marie? Kerl, wir haben Tavul. Und er ist bereit, dich zu treffen. Das ist nicht alles. Das Imperium hat uns in der Raffinerie überrannt. Saw ist daraufhin abgerückt. Einige von uns sind bei den Wookies in den Wäldern. Sei vorsichtig. Du auch. Später. Später. Das ist unsere Spur. Okay, sehr gut. Alles kommt wieder in Ordnung. Hey, Kleiner. Los, wach auf. Können wir reden? Was? Können wir reden? Ich weiß ja nicht, was da abgeht zwischen dir und ihr. Ich vermute, es ist irgend so ein krasses Jedi-Ding. Aber ich fürchte, der Zeitpunkt ist nicht der beste. Das geht dich überhaupt nichts an. Doch, es geht mich was an. Wir ziehen das doch gemeinsam durch, oder? Hey, Kerl. Ich habe einen Fehler gemacht. Und du wärst beinahe gestorben. Tut mir leid. Aber wir machen doch alle Fehler, oder? Gut, du vielleicht nicht. Hey, sei nicht so streng mit ihr. Du musst es ja nicht für mich tun, aber ihr beide seid das Allerbeste, was mir hier passiert ist. Bevor du gekommen bist, wollte ich nur ein gutes Blatt und eine Glückssträhne ab und zu. Ich bin ein Spieler. So siehst du auch aus. Das Leben ist aber kein Spiel. Bevor ihr da wart, ist es mir immer nur um mich selbst gegangen. Und Geld wie Heu. Jetzt ist das nicht mehr so. Alles klar. Trifft Tavul und Marie auf Kashyyyk. Okay, dann müssen wir wohl wieder zurück nach Kashyyyk. Nach diesem kleinen Plausch mit unserem Captain. Cordova hatte überall auf Bogano Vorräte. Könnte sich lohnen, dort mal nachzusehen. Ne, hier sind... Ne, wir müssen nach Kashyyyk, ne? Hier wollen wir hin. Wissen Sie, trotz der vielen Action mit Ihnen beiden, sehe ich mir immer noch gern die Spiele an. Solange Sie Ihre Gewohnheiten im Griff haben. Oh ja, nein, natürlich. Ich bin nur ein Zuschauer. Keine Wetten oder sowas. Kein gar nichts. Wirklich? Ja, mir geht's nur um die Unterhaltung. Nichts ist schöner, als ein paar primitiven Grobiane beim Kämpfen zuzusehen. Coole Moves und hohe Gewalt. Ja! Captain, ich bin beunruhigt angesichts Ihrer Begeisterung für eine derartige Barbarei. Oh, ja, also, das ist wahr, völlig barbarisch. Aber trotzdem... irgendwie unterhaltsam. Guck mal, BD da jetzt. Verlassen gleich den Hyperraum. Setz dich. BD jedes Mal, wie er da an den Schalter geht. Achtung, guck mal. Mach das wieder. Geht er immer so an den Schalter und zack. Ja, jetzt, Achtung. Sau gut. Ah, die Droiden bei Star Wars sind einfach das Beste. Thank you.
Alles klar, dann gucken wir mal nach Tarful. Ist doch Tarful, oder? Hab zu tun. Muss sehen, was ich als nächstes koche. Wir reden später. Alles klar, keiner will mit mir reden. Was haben wir hier? Normalerweise würde ich meine Zeit nicht mit Aufständischen verschwenden. Aber ich suche einen Jedi-Padawan. Und ich weiß, er war hier. Und dafür werdet ihr alle leiden. So, so. Alles klar, hier wird Folter betrieben. So, was ist denn nun mit... Cersic und Marie haben den Weg zum Treffpunkt mit Tarful markiert. Ich freue mich, dass du sicher bist. Ich konnte leider nicht früher kommen, aber ich habe Kashyyyk nicht aufgegeben. Es ist gefährlich hier. Saw ist schon weg. Die Verluste sind einfach zu hoch. Nein, ohne euch sind die Wookies chancenlos. Nicht ganz. Marie bleibt mit Cersic und Tarful hier, zusammen mit einem Teil der Truppen. Und du? Mein Kind hat bereits einen Elternteil verloren. Ich kann nicht bleiben. Aber ich und die anderen werden einen Weg finden, für die Sache zu kämpfen. Mach's gut, Marianna. Alles klar. Also, wo müssen wir denn eigentlich hin? In die Richtung sieht schon mal gut aus. Ui. Das hat mich eben so angelächelt. Musste ich einfach, Leute. Musste ich einfach. Okay. Kann ich mit dem Gerät nicht auch wieder... Ah ja, hier. Genau, dass wir da auch wieder runterkommen. Ja, erinnert euch, da sind wir ja mit zurückgefahren, ne? Das war ja die Geschichte, wo ich mich wild gesucht habe. So, also da werden wir wieder mal Tarful treffen. Gucken, was er so zu berichten hat. Bin gespannt. Bisher ist die Story ja halt wirklich Star Wars-like, ne? Boah. Wie tief fahren wir denn hier runter, sag mal? Hey. Hey, ah, wir sind da. Da sind wir. Ach ja, jetzt sind wir wieder auf dem Dach. Ich erinnere mich. So. In welche Richtung? Ja, wir müssen da runter. Ja, alles klar. Hier war irgendwo dieser Fahrstuhl. Hier. Jetzt ist die Frage, in welche Richtung müssen wir weiter? Wir müssen... da lang. Das hat schon mal gut hingehauen. So, hier können wir meditieren. Ich weiß halt nie, ob der Speicherpunkt gespeichert wird, wenn wir hier nichts machen, ne? Deswegen knie ich mich immer gern mal hin, weil dann erst kommt das Speicherzeichen rechts. So, einen Fähigkeitspunkt haben wir brauchen hier aber drei, hatten wir ja gesagt. So, Moment. Kurzer Blick auf die Karte. Nee. Doch, 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 hier müssen wir... Ach nee, wir sind doch falsch, Leute. Wir müssten da vorne. Halt, stopp. Wir müssen da vorne rechts. Da ging es ja auch nochmal rechts rein. Ne? Ihr erinnert euch? So. Hier rechts müssen wir. Wenn ich die Karte richtig lese. Die ist manchmal gar nicht so einfach zu lesen. Hier lang. Darum. Jo, ich würde sagen, hier müssen wir lang. Beziehungsweise vielleicht sogar hier lang. Cal, hörst du mich? Ich habe deine Funkfrequenz von Seer. Marie, bist du okay? Mir geht's gut, aber zu vielen anderen nicht. Hat Marianna dir die Koordinaten gegeben?
Taxi. Bin unterwegs. Gut. Wir sind gleich dort, können aber nicht lange bleiben. Das Imperium sucht uns. Alles klar, kurz speichern. Ein bisschen doof gemacht, dass es dann auf einmal mitten so anhält, so Freeze-Bild. Komm so schnell ich kann. So, mal rüber mit der Brücke da. Danke. Uff, was ist denn das? Alles klar. Ja, das ist leider runtergefallen, BD. Hier lang? Ein Speicherpunkt. Den nehmen wir natürlich wie gewohnt mit. So, mal ein kurzer Blick auf die Karte. Kann ja nicht schaden. Sind wir richtig? Ach, wir müssen noch ganz da hinten jetzt. Aber es scheint so, als wären wir einigermaßen richtig. Schwingen. Ach, da war noch ein Seil. Das habe ich übersehen. Ihr kriegt mich, natürlich. Tut ihr das. Seht ihr das Seil, ne? Das habe ich voll übersehen. Oh, das war nix. Kann das doch... Jetzt hatte ich ein bisschen Aufnahmepause, ne? Und schon kann ich die Tastenkombination nehmen. Das ist ja der Hammer. So. Hallo, hier ist der Jedi. BD? Schlimm, BD. Wir werden dich ausschalten. Ich kann keinen Treffer lassen. Haltet mir den Rücken frei. Nur du und ich, Abschaum. Na, ist die Waffe heiß gelaufen, Junge? Einfach zurück. Ja. Oh, wo kommst du denn her? Damit hast du nicht gerechnet, ne? Und damit auch nicht. Ja! Karamba. So. Muss ich da runter? Scheint so, ne? Das war mies, Junge. Den kann ich nicht blocken. Wer bist du denn, Junge? Ich wusste, du würdest nicht den Kampf. Liefere mir einen Kampf! Ich bin dabei, wenn ich mal... Schneller, Jedi! Gib doch nicht auf! Alter, wer bist du denn? Scheint es lang zu gehen. Marie, bist du da? Ich bin bei den Schattenlanden, bei einem Kampfläuferwrack. Den konnte Saw bei der Flucht ausschalten. Ist er bei dir? Nein, nicht mehr. Wir reden darüber, wenn du da bist. Was ist denn das jetzt wieder? Schon wieder so ein... Ach ja, genau. Ja, mach das mal kaputt. Das finde ich gut, Jungs. Das können wir machen.
Mach das ruhig mal kaputt da. Sie kriegen den heute noch Blatt. Oh, das war gut. Das war recht gut. So, lass mal ganz kurz. Ah, hier geht was Blaues. Ne, es sah nur so aus, ne? Klettern. Ein Eindringling. Hallo Jungs. Hier auf, Beeilung. Du hast mich alle ausgeschaltet. Oh, das war gar nicht übel. Also bin ich ein bisschen stolz auf mich. Alles klar. Konzentration, dann geht das. Ne? Bloß vergesse ich dabei, wenn ich mich so konzentriere, immer zu reden. Aber es ist ja ein Lurker-Let's Play, von daher passt die Geschichte ja. So, wo müssen wir denn weiter? Da geht's, glaube ich, weiter, ne? Planet ist schön gemacht. Was war da bitte? Na, super. Alles klar. So, Bede, jetzt zu dir. Wookie-Behausung. Das sind Wookie-Behausungen. Einst waren die Schattenlande voller Wookie-Dörfer, die friedlich mit ihrer natürlichen Umgebung koexistierten. Die Verehrung des Wroshir ist ein bedeutender Aspekt der Wookie-Architektur. Ah ja. Gut zu wissen. Kam ich nicht von da? Wir müssen ja auch da drüben runter. Wir müssen ja gar nicht hierher. Da muss es irgendwo weitergehen. Ah, eine Seilrutsche, guck. Ob das gut geht, Leute, wir probieren's. Ja. Funktioniert, sehr gut. Oh, ich habe das dumme Gefühl, wir müssen dann... Ah, alles klar, das gehört so. Hui, dann haben wir Glück gehabt. Oh, und hier ist was zu meditieren. Nice. Brauchen wir dringendst. Ein Speicherpunkt. So, Fähigkeiten haben wir mittlerweile 2. Das ist sehr schön. Brauchen wir noch einen, dann können wir endlich unser Schwert werfen. Da freue ich mich schon drauf. Da haben wir ein Echo. Rückzug der Partisanen, alles klar. Ih, jetzt sind sie da explodiert. Die Feuerkäfers. Und noch mehr. So. Aber wenigstens leuchten sie den Weg, ne? Wenn sie nicht explodieren. Uff, was ist denn hier? Es riecht nach... Was ist das? Fleischflächen... Ich hab's mir schon gedacht, ne?
Oh, da kommen wir nicht vorbei. Wie kriege ich die denn platt? Uff, was ist denn das? Geh weg. Uff. Sauber. Das ist ja wieder toll. Ja, geht weg. Ich will nichts von euch.